Manchmal ist es besser, ein Pokémon zu fangen, als einfach nur seine Karten zu zählen. Denk mal darüber nach. Zeit für ein Duell! Ja, das war eine tiefgründige Aussage hier bei Pokémon Schwarz und Weiß. Na, Soul Link. Ich hab Nuzlocke fast gesagt. Ja, du musst mich jetzt schlagen. Ah, nochmal bitte. Sag's nochmal. Oh. Ja, willkommen im Stratos angekommen. Genau, Jan, dein Plan. Du bist ja der Master Chief der Planung quasi. Du hast dir ja gerade eben noch im Vertrauen gesagt, ich werde mich unter die Laterne stellen und ein Lied dabei trällern. Gesagt, wir können tatsächlich ein Pokémon fangen noch. Genau, und zwar indem du jetzt einfach ganz nach oben aus der Stadt rausläufst. Und genau, das werden wir erstmal tun, Leute. Als erste Amtshandlung, wenn wir sehen, wir haben hier, glaube ich, immer noch nur fünf Pokémon im Team. Mhm. Weil wir bisher halt nur, naja, an vier Routen vorbeigekommen sind. An fünf. Vier eigentlich, plus Gebiete. Plus Starter und so, ne? Nee, es waren wirklich nur vier. Stimmt, wir haben ja zwei Pokémon geschenkt bekommen, nicht nur eins. Ja, wir sind nämlich jetzt erst auf Route 4 oben. Ja. Das ist so. Die Frage, womit schwäche ich? Also ich schwäche mit Francis einfach mal. Aua, sagt hier einer. Und? Jetzt? Nein. Boah. Nein, du bist zu stark. Ich glaube, Iris könnte gut schwächen. Richtig eskalativ. Vollkommen am Ausrasten, Leute. Na dann, ab in den Sand. Und ich hole mir erstmal das Item da oben. Ich auch. Nein, ich finde erstmal meinen Encounter. Und zwar Bolterus. Ich hab Machtgewicht gefunden. Oh, Bolterus. Leider männlich. Bolterus kann eh nur Müll am Anfang, glaube ich. Ich hatte eins, wobei, es kann auch an den Random-Attacken gelegen haben. Oder waren das Random-Attacken? Ich weiß es nicht mehr. Meins konnte da, wobei, nee, doch, es waren Random-Attacken bei mir. Ich hab nichts gesagt, alles gut. Ich habe eine Kraftfeder gefunden, also genauso Müll wie deins. Ich weiß ja, nicht, aber was Machtgewicht macht, ehrlich gesagt. Ist auch eins von den EV-Items. Für KP, glaube ich. Na gut, aber das werde ich jetzt nicht verraten. Für Angriff ist es okay. Mein Encounter ist... Bitte sei männlich, bitte sei männlich. Oh, gut. Ein Sagnanabis. Ein Saganabis, so. Männlich? Weiblich. Gut. Ich habe bei mir gerade Baldorfisch gehabt. Also, Baldorfisch ist zwar cool, aber ich die Wahl zwischen Bolterus und Baldorfisch habe. Warte mal, ich muss doch männliche Pokémon fangen. Was laber ich denn? Ja. Stimmt. Schon gut, ich habe nichts gesehen. Bei Ephoserp auch noch. Wow. Okay, mein Encounter ist... Also Saganabis wäre schon echt gut. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja. Holy shit. Holy shit. What? What? Ja. What? Jetzt das Telefon. Ja, was? Also? Darkrai. What? Ein verdammtes wildes... ich muss das kriegen. Ich muss das irgendwie kriegen. Auch wenn es nicht leicht werden wird, aber... Catch Alter it. Schwede. Oh Gott, was mache ich denn dagegen? Ich glaube, Closen One mit Geowurf am ehesten noch. Das Problem ist, ich habe einen Counter. Mhm. Wegen dem Sand. Ja. Ich schicke jetzt erstmal Closen One rein. Holy shit, Leute, es ist einfach Darkrai. Das wäre echt geil. Also neutrales Joker, das haben wir ja ganz am Anfang im Regelvideo erklärt, bevor jetzt einige verwundert sind, warum ich das versuche zu fangen. Ja. Ich traue mich nicht irgendwie anzugreifen. Also Bolterus habe ich schon mal gut runtergeschwächt. Ich werfe einfach einen Ball und guck, was passiert. Ich muss nur noch Iris auswechseln. Hier in einem wunderschönen... Nee, einfach Pokéball. So, nimm Pokéball, los, go. Als ob, Leute. Wäre witzig. Es hat schon einmal gewackelt. Immerhin. Oh Mann, das Problem ist der Sandsturm. Ich glaube ganz ehrlich, Leute, nennen wir jetzt überparanoid... Ich werde das mit dem Sandsturm schwächen, in Anführungsstrichen. Ich werde nicht angreifen. Ich könnte zwar mal Geowurf machen. Ja, ich habe über 30. Ich habe zwar theoretisch Geowurf, mit dem ich es auf jeden Fall nicht killen würde, aber wenn ich es damit verkürze ich quasi meine Versuche. Deswegen werfe ich jetzt einfach Bälle und hoffe, dass es irgendwie klappt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ich habe Bolterus gefangen, auf jeden Fall. Weiblich, ne? Ja. Ey, das wäre so episch, Leute. Das wäre so episch. Komm, hier kriegst du sogar einen Superball. Ich meine, ich habe rein theoretisch 16 Runden Zeit, oder? Ja. Du wirst ja wohl in 16 Runden schaffen, Darkrai zu fangen. Warte, ja, ich werde jetzt aber... Ich habe jetzt eine Runde ja schon durchs Wechseln vertauschen. Werde jetzt auch nochmal wechseln. Darfst du nebenbei noch einen Namen für ein weibliches Bolterus geben? Ein weibliches Bolterus. Habe ich Donnerwelle noch? Warte. Ja, habe ich noch. Gut. Ein weibliches Bolterus. Ja,
irgendwas Massives, Großes, Klumpiges. Ja. Ist mir zuerst Elke eingefallen, wie in dem Ärzte-Lied. Elke? Was? Das war ein Scherz. Okay. Wie wäre es denn mit... Frag mich jetzt bitte nicht, warum. Mhm. Aber irgendwie denke ich gerade, es passt wahrscheinlich... Passt Cooking Mama hin? Cooking Mama? Ja, ich weiß auch nicht, warum. Glaube ich, dass das passen wird, oder? Ich schau mal. Cooking Ma würde ich vielleicht passen. Oh mein Gott, ich habe Darkrai. Ich habe einen Darkrai. Ich habe einen Darkrai, Leute. Ich nenne es Cooking Ma. Okay, das geht. Verursacht bei in der Nähe stehenden Albträumen. Dies tut es aber nur, um sich zu schützen. Holy cow, Leute. Darkrai ist im Team. Geil. Geiles Ding. Ja. Auf jeden Fall. Du darfst dir was Darkwing. Episches ausdenken. Darkwing? Darkwing. Okay. Es hat so ein bisschen Flügelmäßiges, denke ich mal. Immer. Und deswegen Darkwing klingt gut. So, Cooking mal, was kannst du denn? Du hast Robustheit. Wow. Dein Wesen, ne? Was ist es denn? Spezialangriff plus, Spezialverteidigung minus. Ich gucke mir jetzt erstmal Darkwing an. So, Leute, wir sehen hier, Darkwing ist naiv, hat... Es hat sogar einen anderen Attack aus Ruckzuckhieb, Gott sei Dank. Es hat Unheilböe, Ruckzuckhieb und Aussetzer. Wie? Und hat einfach 50 Init und 50 Spezialangriff auf Level 16. Das ist schon geil. Ich glaube es nicht, Leute. Darkrai ist im Team. Ich bin noch ganz froh mittlerweile doch, dass das Saganabis weiblich war. Ich suche mir gerade erstmal meinen Evoliten, ob ich den vielleicht hier zufällig irgendwo finde. Also ich gerade eben so ausgerastet bin, was hättest du gedacht, was das, was ich hätte? Irgendwas richtig Episches. Hättest du gedacht, dass es so episch ist? Hm? Hättest du gedacht, dass es so episch ist? Weil Darkrai ist schon eins der geilsten Legis, die es so gibt irgendwie. Das stimmt, aber ich aber, dass du einen Darkrai bekommst. Ich liebe Darkrai, Leute. Darkrai ist so mega cool. Dass er quasi... Mewtwo verloren und dafür Darkrai bekomme. Genau, das ist einfach Mewtwo. Das ist Mewtwo nach dem Tod. Oh, da steht jemand im Pokémon Center. Du willst dein Pokémon Team wieder fit machen? Tut mir leid, ich wollte nicht im Weg stehen. Kennst du schon das Geonet? Ja, das kenne ich. Da kannst du dich darauf verlassen. Ach, weißt du was? Achso, sie sagt, willst du mir nicht erklären. Ich wollte gerade wegklicken. Darkrai. Du kannst dir bald gleich noch eine gratis TM abholen. Und Darkrai kann ich jetzt erstmal Gifty bei. Wobei, ob Darkrai Brüller lernen kann. Stimmt, ich kann auch gleich nach TMs gucken. Was habe ich denn da noch? So ein Donnerschlag vielleicht? Yes, Cooking Mark kann Donnerschlag lernen. Kann leider kein Gift-Dieb lernen. Mach dafür den Verhöhner weg. Oh mein Gott. Darkrai, Leute. Das, ganz ehrlich, das habe ich mir verdient. Geil. Das habe ich mir so verdient. Nach dem ganzen Müll, mit dem wir schon konfrontiert wurden. Die Sache ist... Du hast immer noch nichts gegen Stahl oder Stein. Das ist wahr. Außerhalb Closen One. Ja. Das Gute ist, Darkrai ist auch nicht so fragil, wie es scheint. Ich darf halt nur, muss halt nur auf Kampfattacken aufpassen. Das war das war aber echt ein Luckshot, ne? Wie viele Bälle habe ich denn jetzt gebraucht im Endeffekt? 5 vielleicht? Wie gesagt, das hast du dir verdient. 4! 4 Bälle habe ich gebraucht, Leute. Nice. Wie damals bei Tarnhill, das waren auch nur 2. Ja. Dafür das Metang bei Smaragd dann, naja. Das wollte dann gar nicht. Das hatte gar keinen. So, holen wir das mal in unsere Gratis-TM ab. Und zwar den Blitz. Den dritten Gang quasi hier rein. Ja. Danke. Was? Ich hab genießt. Achso, Gesundheit. Hast du verstanden? Ich hab nichts verstanden. Jetzt weiß ich wieder, wo du meinst, die TM. Ja klar, bei dem Typen, der uns erschrecken möchte. Ich hab Müllleser bekommen. Bei der Mülltonne. Oh nein, was wird passieren? Ob sich damals wirklich Leute davor erschrocken haben, bestimmt, oder? Das ist wirklich sogar das Einzige, was Willensleser lernen kann. Grimasse. Geil. Die Müll-TMs gehen weiter, aber ist mir egal, ich hab einen Darkrai. Ey, ich sagte, sobald wir in Rayono sind, ne? Wir können TMs einkaufen dort. Oh ja. Ich hoffe, da ist zumindest eine gute dabei. Was machen wir jetzt, Jan? Versuchen in die Arena zu gehen. Aber kommt da nicht noch was davor? Ich meine eigentlich schon, aber wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir reingehen.
Dakra hat jetzt schon den höchsten Spezialangriff in meinem Team. Geil. Ach, Charon kommt direkt. Ich hab ein Darkrai, mir kann alles egal sein, außer es stirbt jetzt. Das finde ich so geil. Ich glaub, übrigens möchte ich mal anmerken, ja? Pantimos im Rahmen sieht so witzig aus, weil es sieht so aus, so lass mich hier raus. Ich finde Tohaido auch super. Der Fall, der einfach direkt in den Mund zeigt. Da rein. Hey Black, ich habe gerade Artie in der Arena herausgefordert, hab voll aufs Maul bekommen. Artie ist nicht umsonst Arena-Leiter. Ich hab voll aufs Maul bekommen, bevor er mit dem Ohren überreicht hat. Hat er mir das Leben schwer gemacht, indem er mir voll aufs Maul gehauen hat. Naja, für jemanden wie mich sind Käfer-Pokémon ein Problem, denn ich stinke. Ich werde alle Arenaleiter einer Region herausfordern und sie besiegen. Danach werde ich Pokémon-Liga aufmischen, Tuten tun und dann werde ich niemals Champ sein, weil ich eine Flasche bin. Und dann wird mich alle Welt als kleinster Trainer anerkennen. Erst dann werde ich mich wirklich lebendig fühlen. Holy shit, ey, Emo Charon. Ich habe gerade 1:1 den Dialog vorgelesen, oder? Ja, klar. Wie was? Ach, du bist es. Du hast doch im ewigen Wald geholfen, Team Plasma zu bekämpfen. Ach ja, dein Name war Blight. Ah. Du hast dich zufällig, bist dich zufällig auf dem Weg in die Arena. Entschuldigung, aber könntest du noch einen Augenblick warten? Augenblick vorbei, können wir jetzt kämpfen? Ich habe noch etwas zu erledigen, scheint das Team Plasma wieder aufgetaucht ist. Du kannst mich auch begleiten, wenn du willst. Ich finde die Bitte, dass wir einen Augenblick warten sollen, ziemlich dreist, wenn ein Großteil bei Schwarz und Weiß nur aus Warten besteht. Ja. Und warum flackert die Arena von außen so? Guck dir das mal an. Echt? Moment. Wo flackert die? Guck dir mal die Fenster an, wie die ableuchten. Stimmt. Plop, 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 plop. Okay. Geile Innenbeleuchtung. So, der Prime Pier ist der zweite Pier eventuell? Das ist die Disco-Arena. Nein, ist es nicht. Dann einer weiter. Ich glaube, das ist der ganz außen, oder? Ganz rechts außen, ne? Oder? Oder? Ich glaube schon. In der Mitte. Prime, weil Haupt gleich Mitte? Ja, das ist der richtige. Ja, okay. Oh, eine neue Person. Hier entlang. Ah, Team Plasma, die Halunken haben das Pokémon dieses Mädchens stibitzt. White, was soll ich nur tun? Schon wieder, ey, warum hat die immer Probleme? Was ist los mit der? Team Plasma hat's einfach gestohlen. Gut, das letzte Mal war das nicht ihr eigenes Pokémon, aber trotzdem. Ich werde schon Hilfe schreiben, nein, wir folgen der Gauner auf. Die Stelle ist einfach zu groß und inmitten des Menschengewühls habe ich dich dann leider zu den Augen verloren. Lilia, du hast getan, was du konntest. Nein, habe ich nicht. Ich habe eigentlich nur Eis gekauft. Aber das ist doch unerhört. Da, man kann am wenigsten nicht den Leuten ihre Pokémon stehlen. Pokémon, das ist mir so anstrengend. Pokémon und Menschen gehören einfach zusammen. Die sich gegenseitig ergänzen und einander helfen, ist wirklich das Größte. Oh, Lilia. Genau, deshalb werden wir das Pokémon zurückholen. Stimmt's, Blight? Nein. Nein? In Stratos City ein Menschen oder ein einzelnes Pokémon zu finden, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Eine Frage habe ich kurz, Artie. Ja? Wann sind wir Freunde geworden? Dass du so über mich, dass du so, so selbstverständlich davon ausgehst, dass ich dir helfe. Wir sind immer Freunde. I see. Was zum Kuckuck? Da hatte der Redner hier verloren. Alles lief doch am Schnürchen und ich wollte doch bloß ein Pokémon stehlen. Nun mach ich mich besser aus dem Staub. Hint, hint. Folgt mir am besten nicht. Hint, hint. Ich mach mich aus dem Staub. Kann man das eigentlich nur sagen, wenn man gerade in Staub drin steht? Naja, aber du siehst doch, wie staubig die Luft hier ist. Ja, das stimmt. Los, bleib den Dieb nach. Lilia, du bleibst bei dem Mädchen. Dem namenlosen Mädchen, der ich keine Ehre zuteil werde, sie mit ihrem Namen anzusprechen, denn sie hat keinen bekommen. Mach dir keine Sorgen, ich bleibe hier und beschütze Bell. War nur ein Spaß, ich schub sie ins Meer. Blub, blub, blub. Lauf ruhig los und kümmere dich um die Fiesdinge von Team Plasma. Okay. Okay, wer auch immer du bist. Moment, war da unten vielleicht sogar noch ein Item? Am Pier? Ich weiß, an irgendeinem Pier lag unten, glaube ich, sogar noch ein Item. Hier nicht. Hier nicht, okay. Vielleicht wer auch immer dieses Mädchen ist. Aber ich bin's doch, Bell. Nie von gehört. Nee. Wir kennen keine solche Versagerin, die ihre Pokémon verliert. Zweimal, nein, gut. Wie gesagt, das andere war nicht ihr Pokémon, aber sie ist immer in der Nähe, wenn jemand Pokémon verliert. Das kann doch kein Zufall sein. Das ist wie bei Conan, ne? Der ist auch immer in der Nähe, wenn Leute sterben. Stimmt, der ohne Scheiß ist der noch längst kein posttraumatisches Erlebt. Warte mal. Dass er noch längst kein Trauma hat, so. So viele Leichen, posttraumatisches Erlebnis, so heißt es. War doch alles richtig. Okay, dort entlang hier Richtung Arena. Weil Jan hat's verpennt, Leute. Ja. Weil ich noch nicht bei dem war, weil ich woanders zugeguckt habe, nach dem Item suche gerade. Ach so. Ich stehe jetzt bei denen. Auch kein Item. Na gut, dann sagt, gehen wir Plasma prügeln. Ich lese schon mal langsam vor. Okay. Punkt. Punkt. Was prediktest du, Jan? Ich
würde jetzt einfach mal ganz frech nicht Punkt sagen, sondern Komma. Ja. Bin da. Okay. Kein Zweifel, hier muss es sein. Plasma. Ja. Ja. Schief. Kind, Leiter. Nicht zu fassen. Bleib den da, überlasse ich dir. Na gut. 1-1. Das ist cool. Der macht einen Doppelkampf. Boah, jetzt bin ich gespannt, ne? Du könntest jetzt einfach davon ausgehen. Yo, hallo Trikefalo. Oh shit. Was ist das mit dem Trikefalo? Du hattest schon 2, ich hatte auch schon 1. Hattest du nicht sogar schon 3? Du hast schon 3. Das ist dein drittes. Ja, das ist mein drittes. Aber jetzt habe ich den Kraxler. Los, Mrs. Mit Feuerode, Mann. Ja, schön. Ich habe ja leider wieder ein Pokémon, was Closen One besiegen muss. Los, Mrs. Wurf. Besteige dieses Trikefalo. Und One-Hitter ist mit dem Crit. Nee. Warum, Jan? Warum? Und damit bist du Wurf auch auf 22. Warum diese Pokémon, Jan? Sag mir das mal. Und Skuntank ist das zweite bei mir. Weiß auch nicht. Geowatz. Welches Level? 17. Bin ich eigentlich schneller? Gut. Closenmann musste das wieder machen und erreicht damit Level 23, Jan. Das ist nicht so geil. Oder? Na, erreicht noch nicht Level 23, aber jetzt wird es erreichen, weil ich jetzt auf jeden Fall ausreichen. Achso, Lili, ich habe gerade ein anderes Pokémon gedacht. Ich muss mir gerade die Situation unglaublich schön vorstellen, ne? Mrs. Ruff hat gerade das Skuntank bestiegen. Darauf wurde es verwirrt und hat sich vor Verwirrung selbst getötet. Ich weiß, Jan, manche Dinge gehören nicht hinterfragt. Ja. Das gehört dazu. Ja. Warum schicke ich nochmal Arlong gegen ein Pflanzen-Pokémon rein? Ich hoffe, du willst es nicht sterben lassen. Nee, ich wollte einfach Eiszahn machen. Und natürlich überlebt es mit gefühlt einem KP. Wie immer. Na gut, Absorber hätte eh nicht gereicht. Nicht mal gegen Toaido, Leute. Das ist nur Lilip. Man will es ja nicht übertreiben, ne? Ja. Was soll das? Ich habe doch nur ein paar Leuten ihre Pokémon weggenommen. Warum muss ich mich so hart bestrafen? Oh nein! Nein, 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 nein! Genau, danke schön. Die Plasma-Rückzug. Ah, schnell den 7 Weisen Bescheid geben. Ja, ich habe mich total verlaufen. Die Wegbeschreibung im Visocast habe ich jedenfalls nicht verstanden. Wenn sich die Plasma hier drin herumtreibt, dann kann das gestohlene Pokémon auch nicht weit sein. Ich gehe rein. Folgt mir, wenn ihr wollt. Diesmal kämpfe ich auch mit und du auch, Bell. Tu mal gefälligst was für deine scheiß Pokémon, verdammt nochmal. Hast du zufällig mal ein Meditales in deinem früheren Leben? Los, komm schon, Blight. Muss alles oder nicht? Ich muss erstmal meine Pokémon heilen und da ich faul bin, mache ich das mit Tränken. Ich glaube, dafür müssen wir aber nicht mehr kämpfen. Ich glaube, wir müssen uns nur noch von Gezis voll labern lassen. Na gut, dann lassen wir uns... Oh nee, der labert super viel. Ich erinnere mich an den Dialog. Naja, du kannst ja wieder deine übliche Gezis-Masche abziehen. Hallo. Hi. Sian, Sian, Narinaleiter Arti. Ihr von Team Plasma, ihr seid wohl von der Sorte, die sie einfach nimmt, was sie haben will. Auch wenn das jemand anderem gehört, richtig. Oh mein Gott, ey, Arti hat es denen richtig gegeben. Ich werde jetzt ein super schlechtes Gewissen. Ich finde, das hat schon was, sich von der Pokémon-Arena ein Geheimversteck zu unterhalten. Also, ich habe letztens einen Witz erzählt. Warte, ich erzähle ihn nochmal. Kommen zwei Bomben in eine Bar, sagt die andere, eine zur anderen. Lass uns mal hochgehen. Aber nun ist er leider schneller aufgeflogen, als wir dachten. In der Tat, aber Grund haben wir bereits einen ganz hervorragenden Unterschlupf. Nun ja, wie auch immer, sagt mir gerne die Legende von der Entstehung der einer Region. Nein, and nobody cares. Okay, ich erzähle die trotzdem. Klar kenne ich die, die ist doch die Legende vom schwarzen Drachen mit eiskaltem Blick. Warte mal, bei mir ist der weiße Drache, ist der blauäugige weiße Drache. So ist es, wie letztes Jahr eine Welt vereinigt, der so viele Völker... Ich habe ja den schwarzen Drachen, den schwarzen roten Drachen gerade mit dem weißen Drachen mit eiskaltem Blick kombiniert. Der blauäugige Wehdrache. Oder der rotäugige schwarze Drache. Na, ist auch ein Hockob, egal, ne? Wie lässt sich eine Welt vereinen, in der viele Völker sich bekriegen? Eines Tages erschien der schwarze Drache einem Helden, der bekämpfte Parteien gegen Fletsche, Zähne, Helden brachte, antwortete die Dämmer mit dem besseren Lage beschäftigt, das Bild von Helden, Drachen zusammen, aber die Freiheit für Kräfte des Herzens. Der Mensch wird in Eintracht zu führen, ist für den Grundstein von Eidal.
Naja, übrigens, ich würde 1 plus 1 ist 14 und das will ich auch noch mal gut überlegen. Also, weil vielleicht kann ich so ein Award machen, wie ich nein und wie Platz bei dabei ist. Nein, nein, nein. Plus kam perfekt. Hier in Stratos gibt es viele unterschiedliche Menschen. Ich finde sie alle geil. Aber sie haben auch alle ihre Ansichten und Lebensweisen. Tut mir leid, Leute, ich habe diese Geschichte schon 1 Milliarde Mal gehört. Ja, und wir müssen sie nicht nochmal hören. Also, geht's jetzt, überspringen wir, den Rest lesen wir. Ist eigentlich völlig normal, dass man sich nicht mal gleich versteht, was jemand zu sagen hat. Was? Was redet ihr da? Was? Ich verstehe das nicht. Und dennoch haben wir alle etwas, was wir alle gemeinsam haben. Und das ist meine Liebe. Uns allen liegt das Wohlergehen unserer Pokémon auch am Herzen. Es passiert nicht selten, dass wir mit Leuten, denen wir zum ersten Mal begegnen, durch unsere Pokémon kommunizieren. Also, ich schreie meinem Krakeelo ins Ohr und Krakeelo schreit es dann weiter. So kommuniziere ich durch meine Pokémon. Sei es bei Kämpfen oder wenn wir sie miteinander tauschen. Oh Gott, der labert aber auch gerade unendlich. Halt die Fresse, Arti. Nobody cares. Er sprach neulich in Gavina. Ich bedanke, dass ihr uns einen Moment, er war in Gavina gar nicht da. Woher weiß er das? Nachrichten. Ja gut. Ich bedanke, dass ihr uns einen Anlass gegeben habt, unseren Umgang mit den Pokémon zu überdenken. Wir haben geschworen, die Pokémon respektvoller zu behandeln. In dieser Hinsicht stärken eure Aktionen doch eigentlich das Band zwischen den Pokémon und den Menschen. Was? Ich hab gerade nicht zugehört. Könntest du das bitte wiederholen? Ja, ich hatte gar nicht erwartet, jemanden mit solchem scharfen Verstand vorzufinden. Ich mag kluge Menschen, deswegen mag mich auch keiner. Das ergab keinen Sinn. Für den König habe ich kluge Köpfe aus der ganzen Welt in einem Ort versammelt. Der Ort heißt Rabbeldi-Dabbeldi-Ding-Dong-Dong. Man könnte sieben Weisen so klug sind wie er, ja? Wie das gerade klang. Na gut, dann meine sieben Weisen, die ziehe ich zurück. Ja, junges Fräulein, hier hast du dein Pokémon zurück. Stank sowieso. Was haben die mit Somnian immer? Weiß nicht. Vielleicht sind das Träumer. Das sind nur die größten Träumer. Oh, danke. Mein Somnian, ich hab dich wieder. Aber Mel, das sind die bösen Kerle, die Menschen werden wieder blablabla. Ich hab drei Fressen. Ich bin doch so glücklich, dass mein Somnian unversehrt wieder bei mir ist, bis es wieder gestohlen wird. Rabbidi-dabbidi, der wunderbare Freundschaft ist die Menschen in den Pokémon. Da werde ich legal von einem wieder aufheben lassen, weil mir alles egal ist und ich kann nicht dazu lernen. Ich bin wie jedes andere Team gegründet auch, und wenn ich nur vorgebe, etwas deeper zu sein. Auf dieser Seite der Mensch, runterdrückt und Frieden sei mit euch. Amen. Warum lässt du diese Kerle einfach so schon davonkommen? Na, überleg doch mal. Was würde denn mit den anderen geraubten Pokémon geschehen? Naja, man könnte sie verhören. Ja. Ist schon in Ordnung. Vielen Dank, Lilia. Aber ich finde, Arti hat schon recht irgendwie. Ich meine, wenn man eine Chance hat, den Anführer einer bösen Organisation festzunehmen, dann sollte man ihn lieber laufen lassen, weil, ich meine, der hat ja noch Untertanen. Plot Convenience, ne? Man muss ihn laufen lassen. Ja. Hauptsache, es wurde niemand verletzt und ich bin wieder glücklich mit meinem Pokémon vereint. Alle anderen sind mir scheißegal. Hauptsache, ich habe mein Pokémon. Verstehe, na gut, meinetwegen, Mann. Und, was habt ihr jetzt alle im Anschluss vor? Wir würden sehr gerne mal uns wieder bewegen können, außerhalb von Textboxen. Ja. Also ich möchte jetzt gerne erstmal ganz genau Stratos City erkunden. Was? Das ist doch voll uninteressant! Ich bleib natürlich Bells Beschützerin, ganz klar! Lelia, wie viel muss ich dafür zahlen? Na, das trifft sich doch ganz hervorragend. Lelia ist eine tolle Trainerin, aber in der Großstadt fühlt sie sich eben doch ein wenig verloren. Und ich stehe übrigens neben dir, du musst dich in der dritten Person von mir reden. Und es ist nicht schön, mit anderen wie Menschen und Pokémon miteinander zur Seite stehen. Diesen Satz habe ich, glaube ich, jetzt 3 Mal gehört in den letzten 5 Minuten. Ja. Ja, wir haben es verstanden. Menschen und Pokémon haben freundschaftliche Werte und so, bla bla bla. Ist geil. Ach ja, es war wirklich nett von dir, dass du dir so mit den Pokémon geholfen hast. Ja. Hier ein Dankeschön dafür. Eine Kiroya-Beere. Könnte ich meinem Stadrago geben. Ja. Also dann macht's gut. Wow, sie hat sie einfach rausgeschoben. Danke, Lilia. Also dann, Bleid, ich warte bei der Arena. Oh, Gott, dammit. So, dankeschön. Was liegt da oben jetzt noch? Ein Rauchball. Ja. Der ist anscheinend gescriptet. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich würde doch gerne zum Pokémon-Center gehen. Ja. Ach gut, man darf sich bewegen. Ja, Leute. Das heißt, im nächsten Part ist Zeit für die Arena. Ja, und das war ein Dialog, der wieder 6 Minuten gedauert hat, auch wenn wir natürlich viel dazwischen gequatscht haben. Aber wir haben vieles auch abgekürzt, also denke ich mal... Es war ein zu langer Gibt Dialog. Gibt sich das wieder? Ja, die Dialoge. Schwarz und Weiß und Dialog, Leute. Wir werden keine Freunde mehr. Nein. Sollen wir für den nächsten Part unsere beiden Neulinge ein bisschen hochziehen, damit sie die Arena rocken? Hoffentlich. Ja, typmäßig. Vielleicht ein bisschen. Ja, stimmt. Typmäßig. Psycho wäre nice. Da habe ich nämlich die Unheilböe und bin immun gegen die Psycho-Attacken. Ich hätte gerne normal, so mit meinem Stahlgestein-Pokémon. Ich hätte gerne etwas, was alle machen können, außer Klausen One. Ja, Psycho.
bitte. Close war Psycho, genau, zum Beispiel. Wenn ich normal hätte, hätte ich Squiggly und Mrs. Wuff. Nee, nicht Mrs. Wuff. Ihm fehlt einfach mal 5 KP fürs Level-Up. Close war, sehe ich gerade. Yo. Okay, Leute, aber trotzdem, ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe ein Darkrai. Darkrai. Holy shit. Also, du bist ja unser Legendenfänger. 2 Stück schon bisher schon. 2 Stück, ja. Aber gut, ne, ich muss ja auch dauernd gegen sie kämpfen. Also habe ich wahrscheinlich einfach so ein Magnet. Ja, gut, das gleicht sich wieder aus, ne? Leute, bis dahin. Ciao. Tschüss.